Unter den zahlreichen Nachrichten, die ihr mir immer wieder zuschickt, habe ich jetzt schon wesentlich öfter gelesen. Tobi, du sag mal, kannst du vielleicht mal ganz genau erklären, warum Blue jetzt eigentlich so wichtig ist? Ich meine, in der gesamten Jurassic World Welt ist ja Blue mitunter das zentralste Tier. Und auch wenn man das Ganze mal auf das gesamte Jurassic Universum münzt, auch mit einbezogen Jurassic Park, sticht Blue da doch immer irgendwo heraus, sei es durch besondere Intelligenz oder eben durch die gesamte Art und Weise, abgesehen vom Optischen eben mit den blauen Streifen. Und ja, tatsächlich gibt es einen ganz plausiblen Grund, warum Blue so wichtig für das gesamte Jurassic-Franchise ist. Und das ist sogar ein Grund, bei dem ich wette, dass sogar die Leute unter euch, die sagen, ich weiß, was mit Blue auf sich hat, nach diesem Video sagen werden, oh, okay, soweit habe ich vielleicht doch gar nicht gedacht. Ich habe die gesamte Geschichte von Blue jetzt für euch rausgefunden und werde sie euch in diesem Video präsentieren. Und ganz kleiner Spoiler, Jurassic Park 3 ist ein Riesenteil von Blues Geschichte. Warum das so ist, lasst euch überraschen. Wir fangen jetzt an. Viel Spaß mit dem Video. Okay, ich habe es ja eben gerade schon ein bisschen angedeutet oder eben einfach gesagt, dass Jurassic Park 3 ein essentieller Teil der Geschichte von Blue ist. Dementsprechend, ja, müssen wir jetzt auch hier bei der Story über Blue ein bisschen weiter ausholen. Nach den Ereignissen von The Lost World, also Jurassic Park 2, ist Dr. Henry Wu mit einer Gruppe von Wissenschaftlern zurück auf die Isla Sorna gereist, um dort im Geheimen das sogenannte Amalgam-Testing durchzuführen, also geheime Tests. Was genau das Amalgam-Testing ist, da habe ich mal ein Video drüber gemacht, das habe ich dir gerade mal hier oben verlinkt, da kannst du gerne mal draufklicken. Auch wenn du gerne den Grund erfahren möchtest, warum Dr. Henry Wu auf die Insel zurückgegangen ist, da habe ich dir mal in der Beschreibung unten das Video über die gesamte Geschichte von Dr. Henry Wu verlinkt, das kannst du dir auch gerne angucken. Ich werde es hier nochmal ganz grob zusammenfassen. Im Endeffekt ging es einfach nur darum, dass Dr. Henry Wu seine Forschungen nicht wirklich loslassen konnte und deswegen eben noch die Möglichkeiten nutzen wollte, die ihm noch blieben. Und das waren natürlich die zurückgelassenen Anlagen auf der Isla Sorna. Mit dem Amalgam-Testing hat man versucht, bestimmte Dinosaurierarten miteinander zu kreuzen. Ganz genau, das Ganze ist noch vor Jurassic Park 3 passiert. Das heißt, die Idee, Dinosaurierhybriden zu erschaffen, die gab es schon wesentlich früher. Allerdings hat man damals noch nicht die Technologie gehabt, um das wirklich umzusetzen. Dr. Henry Wu bemängelte des Öfteren, dass die wissenschaftliche Technologie zu langsam fortgeschritten wurde oder zu langsam weiterentwickelt wurde und er eben, naja, auf Mr. Masrani warten musste im Endeffekt, bis er dann schließlich zum Zeitpunkt von Jurassic World die Forschungen so umsetzen konnte, wie er es eben wollte, eben das Erschaffen von Hybriden. Das Amalgam-Testing beschäftigte sich aber nicht nur mit dem Erschaffen von Hybriden, sondern eben auch noch von der Modifizierung von Dinosauriern. Sowohl einmal die Intelligenz, die angepasst werden sollte, also eben wesentlich schlauer, dass die Tiere eben wesentlich schlauer werden sollten, als aber auch, dass die Tiere optisch vom Design her angepasst werden konnten. Und ja, vielleicht haben es ein paar von euch jetzt auch schon erraten, das ist übrigens auch der Grund, warum die Velociraptoren in Jurassic Park 3 so aussehen, wie sie aussehen. Sie wurden ganz einfach modifiziert, deswegen haben sie auch diese roten Streifen. Das hat nichts mit Evolution zu tun, die wurden so von Dr. Henry Wu geschaffen, dass sie eben optisch so aussehen. Auch die Intelligenz der Velociraptoren, die ja sehr viele angefochten haben, wo es immer wieder gesagt wurde, ich finde es komisch, dass die auf einmal so schlau sind, obwohl sie ja in Jurassic Park 2 noch nicht so schlau gewesen sind, hat was mit dem Amalgam-Testing zu tun. Die offizielle Quelle dazu ist das kanonische Spiel Jurassic World Aftermath, was ihr sowohl für die VR-Brillen, Oculus Quest und PlayStation VR 2 als aber auch für die Nintendo Switch aktuell zum Zeitpunkt dieses Videos erhalten könnt. Dort erfahrt ihr offizielle kanonische Informationen, auch gerade über Dr. Henry Wu. In dem Spiel wird des Öfteren erwähnt, dass Henry es nicht geschafft hat, eine bestimmte Art von Dinosauriern durch dieses Testing unter Kontrolle zu bringen. Und diese Saurier hätten eine Intelligenz entwickelt, die ihm sogar unheimlich gewesen sind. In Jurassic World Aftermath selbst geht es dann schließlich auch um eine bestimmte Velociraptoren-Spezies, die durch Genmanipulation sehr intelligent gemacht werden soll. Ich sage intelligent gemacht werden soll, weil die in dem Spiel nicht wirklich schlau sind, aber sie sollen laut offizieller Lore wesentlich schlauer gewesen sein als normale Velociraptoren. Diese Raptoren werden immer in Bezug auf die Velociraptoren von Jurassic Park 3 genannt.
Ebenfalls wird Blue im selben Kontext erwähnt. Jetzt kommen wir endlich zu Blue. Blue ist nämlich ein Resultat aus dem sogenannten Amalgam-Testing, welches bereits an den Velociraptoren in Jurassic Park 3 ausprobiert wurde. Es ist demnach kein Zufall, dass Blue und die Velociraptoren, zumindest die männlichen Velociraptoren aus Jurassic Park 3, dieselben Streifen am Körper haben, die nur eben einfach eine andere Farbe umfassen. Wir haben die Velociraptoren in Jurassic Park 3 mit einem roten Muster und Blue eben mit einem blauen Muster. Ebenfalls können wir den Daten entnehmen, dass Blue durch dieses Amalgam-Testing oder durch die Erfahrung des Amalgam-Testings auch erst so intelligent geworden ist. Das heißt, die Annahme, dass Blue eigentlich nur ein ganz normaler Velociraptor war, der halt durch Owen trainiert wurde, ist offiziell falsch. Blue wurde durch die Ergebnisse des Amalgam-Testings sowohl vom Design her verändert, als auch von der Intelligenz. Das betraf natürlich auch die anderen Raptoren wie Delta, Echo und Charlie. Allerdings hat das Ganze bei Blue offensichtlich am besten funktioniert. Viele Annahmen entgegen ist Blue allerdings nicht im Geheimen erschaffen worden, um doch irgendwo heimlich etwas fürs Militär machen zu können. Nein, tatsächlich ist die Intelligenz von Blue erst kurz nach dem Erschaffen der Velociraptoren bekannt gewesen. Anders war es beim Indominus Rex, da gibt es ganz klare Hinweise darauf und Aussagen, dass der Indominus Rex eigentlich geschaffen wurde, um erste militärische Fähigkeiten der Tiere zu testen. Blue hingegen wurde eigentlich nur designtechnisch so verändert, dass sie eben relativ hübsch aussieht, so auch wie die anderen Velociraptoren. Deswegen haben die alle so verschiedenfarbene Streifen. Das soll einfach nur hübsch sein für die Zuschauer im Jurassic World Park. Ein weiterer Dinosaurier, der übrigens gentechnisch durch das Amalgam-Testing so stark verändert wurde, dass er ein bestimmtes Verhalten an den Tag legte und auch optisch anders aussah, ist offiziell der Spinosaurus. Ja, auch das kann man aus offiziellen Quellen der Jurassic Park oder eben Jurassic World Website entnehmen. Das Amalgam-Testing spielt also eine unfassbar große Rolle in der Entwicklung der Hybriden und eben auch im Zusammenhang der Intelligenz der verschiedenen Dinosaurier. Deswegen bin ich der Meinung, wenn wir noch zwei Filme brauchen, sind das wirklich einmal ein Film über Anlage B, wo es um den Harry Ken Clarissa geht, wie der eben die Insel zerstört hat, und danach noch ein Film über das Amalgam-Testing, weil das wirklich unfassbar wichtig ist. Und wie gesagt, ich habe jetzt schon öfter über dieses Testing gesprochen. Das eine Video hatte ich dir vorhin oben verlinkt, wo es um den Spinosaurus geht und das Amalgam-Testing an sich und eben auch nochmal ein Video über Dr. Henry Wu. Jetzt habe ich hier das dritte Video, wo das Amalgam-Testing einfach zentral im Mittelpunkt steht, nämlich auch bei der Erschaffung von Blue. Ja, ohne das Amalgam-Testing hätte es Blue, so wie wir sie kennen, niemals gegeben. Darum ist das Tier auch so wichtig. In Jurassic World Aftermath wird zum Beispiel auch erwähnt, dass der Spinosaurus für weitere Experimente nicht geeignet gewesen ist, weil das Tier aufgrund des fehlgeschlagenen Amalgam-Testings zu aggressiv gewesen ist. Ja, das Tier konnte nicht gebändigt werden. Es wurde sehr intelligent, aber eben auch sehr aggressiv durch dieses Testing, ähnlich auch wie bei den Velociraptoren. Bei denen wird immer wieder gesagt, dass sie zwar kein wirklicher Fehlschlag waren, aber dass hier auch die Intelligenz dafür gesorgt hat, dass die Tiere sich einfach nicht gebeugt haben. Das heißt, auch die Velociraptoren aus Jurassic Park 3 sind offizielle Fehlschläge des Amalgam-Testings. Der einzige Dinosaurier, den wir in der gesamten Jurassic Lore kennen, der kein Fehler dieses Amalgam-Testings war, der offiziell ein totaler Erfolg gewesen ist, ist ganz einfach Blue. Das erklärt im Endeffekt auch, warum Dr. Henry Wu immer wieder so drauf beharrt, irgendwie an DNS oder ähnliches von diesem Tier ranzukommen. In den Filmen wird das nie wirklich angesprochen, weil das Amalgam-Testing ist offiziell Kanon, aber es hat nie so wirklich eine Rolle in den Filmen gespielt. Aber das ist eigentlich der wahre Grund, warum Blue so wichtig ist. Nicht, weil sie leicht gezähmt werden kann. Das kann sie natürlich auch, aber der Grund, warum sie das eben kann, ist, dass hier das Amalgam-Testing zu 100% funktioniert hat. Bis auf eben, dass Blue kein Hybrid ist. Man hat aber das Design verändert und man hat sie durch Intelligenz und Gehirnmanipulation im Endeffekt gefügiger gemacht. Selbst Owen erwähnt immer, dass Blue ihm gegenüber wesentlich loyaler ist als die anderen Velociraptoren. Das sehen wir sogar einmal ganz kurz in einem Rückblick in Jurassic World 2 Fallen Kingdom, in dem wir sehen, wie Owen vortäuscht, dass er sich verletzt hätte und weinen würde. Und dann kommt eben Blue an und versucht ihn dann zu beruhigen. Und das ist im Endeffekt die Antwort, warum Blue so wichtig ist. Blue ist der einzige Dinosaurier, der das Amalgam-Testing zu 100% erfolgreich absolviert hat. Und jetzt sei ganz ehrlich, hast du das gewusst? Hast du so weit gedacht oder hast du eben auch nur gedacht, naja, Blue ist halt so wichtig, weil sie der letzte Raptor ist zum einen, was ja offiziell auch nicht stimmt. Blue ist nicht der letzte Velociraptor, weil laut dem offiziellen Dino-Tracker wissen wir, dass auch die Velociraptoren aus Jurassic Park 3 noch am Leben sind.
Und der Grund, warum Blue eben, naja, sich so verhält wie Blue, ist eben die Manipulation durch Dr. Henry Wu im Amalgam-Testing, angefangen in Jurassic Park 3 oder sogar noch vor Jurassic Park 3, als ebenfalls parallel dazu auch der Spinosaurus geschaffen wurde. Und ja, so könnte man einfach sagen, dass die Velociraptoren aus Jurassic Park 3 eigentlich die Vorfahren von Blue sind. Ich persönlich finde es eine sehr interessante Lücke und auch eine Brücke von den Jurassic Park Filmen zu den Jurassic World Filmen. Deswegen bin ich der Meinung, ja, gibt uns so einen Amalgam-Testing-Film, das braucht man irgendwie dann doch, um das alles wirklich logisch nachvollziehen zu können. Jetzt bist wie immer du gefragt, schreib mir deine Meinung dazu in die Kommentare unten rein. Wie ist deine Meinung dazu? Findest du das somit nachvollziehbarer, dass man sagt, okay, jetzt verstehe ich auch, warum Blue so wichtig ist, oder bist du der Meinung, naja, hat eigentlich nicht großartig was verändert? In diesem Sinne bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.